So, hier ist das Abschlussgespräch, vermutlich. Mit Nakata, oder wie der heißt? Nataka, irgendwie so. Und vielleicht die letzte Mission. Vielleicht der letzte Talk vom ganzen DLC. Wer weiß. Dareus. Cassandra. Manchmal denke ich an ein einfacheres Leben. Ein Stand auf der Agora. Fisch. Und ich zeige meinem Sohn, wie man ihn fängt. Sehnst du dich nicht nach so einem Leben? Ich kämpfe für das Gute. Für die Menschen, die ich liebe. Doch gerade die verletzen wir am meisten. Immer. Natakas, denk an den Mantel. Er wird dich auf dem Weg wärmen. Glaubst du, dass wir uns je wiedersehen? Nee, Digga, lass mal. Natakas, die Welt ist groß und wir sind. Wir sehen uns. Wie kannst du das wissen? Vertrau mir. Paktius ist tot, aber der Orden lebt weiter. Und mit Amorges an der Spitze ist keiner von uns sicher. Er wird uns mit allem angreifen. Mit Kriegern, Klugheit und List. Was für ein Übergang. Er wird dich immer jagen. Oder uns. Oh nein. Oh nein. Wir müssen ihn jagen. Das zweite Kapitel. Soll er nur. Er wird nur den Tod finden. Wenn das das Endbild ist, dann ist es krass. Oh, holy shit. Wie kann der Typ noch leben? Ich dachte, den haben wir gekillt. Hä? Dann weiß ich nicht, wen wir da gekillt haben. Der Beginn des Vermächtnisses. Quest abgeschlossen, gejagt. Ja, kriegen wir eine neue? Neuquest, mehrere! Das war doch Episode 1. Ich hab's vermutet. Wieso soll man das sonst da hinschreiben? Okay, alright. Wir machen aber erstmal was anderes, und zwar Kultisten. Dum dum dum. Die letzte Kultistin ist da. Eine Arznei kann belebend oder giftig sein. Das hängt ganz allein von der Absicht des Arztes ab. Nicht ihr Ernst. Nicht ihr Ernst. Oh Mann. Wird einem wütenden Mann trauen sollen. Ein Mann ist nie ohne Grund wütend. Wir schreien immer rum, wenn wir im Unrecht sind. Oh, den. Oh, das wird ein langsamer Tod für sie. Holy shit. Die wird weggebürstet. So eine falsche Schlange. Oh, meine Güte. Hätte ich doch das Lager durch Zufall entdeckt. Schade. Das war der zweite Ort, zu dem er hinkam. Machst du nichts. Oh, scheiße. Da fühlt man sich aber schlecht, ne? Da gönnt einem das Spiel nichts.
So, da ist das Schiffchen. Ja, ich möchte jetzt hier nicht entdeckt werden. Ja, ja, ich bin in der neutralen Zone. Jetzt bin ich wieder in der freien Zone. All good, all good. Da ist mein Schiff. Kann ich sogar laufen? Sehr nice. Das rufe ich mal, das geht so viel schneller. Warte mal, da sind Haie. Damit komme ich dann doch nicht. Habe ich die Hai-Quest noch? Schiffe, Piratenschiffe. Ah, guck mal. Piratenschiffe, da habe ich schon 4 Stück. Athena-Schiffe habe ich auch noch einige. Odyssee. Ach, das ist die ganze Kacke. Habe ich hier nicht schon wieder was erreicht? Nee. Mies. Was ist denn hier schon wieder Kultist? Ich habe doch nichts. Ja, komm. Hallo, habe ich entdeckt. Schön. Adrastia. Ja, die Mission mit den Haien ist dann einfach abgelaufen. Macht nichts. Ah, ja. Jetzt kann ich die hier anwählen. Schauen, wer das ist. Wie, ich habe jetzt hier Finde mich einfach bekommen. Auf Position zum Ablegen! Ganz, ganz mysteriös. Was ist das für ein Schiff? Volle Fahrt! Kapitän, Sie haben uns gesehen! Können wir weitermachen? Ich möchte wissen, was das hier für ein Schiff ist. Wir können das Feuer einsetzen! Irgendwer kracht es. Wir brauchen die Schiffe! So, ja, stimmt, der Kollision ausweichen. Oder einfach rein. Dann bam, 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 bam. Oh, reiner. Gut. Was haben wir da? Ist es ein Athena oder ein Handelsschiff? Athena-Schiff brauche ich nämlich. Handelsschiff, ich weiß nicht, ob die Köpfe noch viel ist. Da können wir eigentlich gut durchkommen. Da können wir gut durchkommen. Ich komme mit dem Handelsschiff, oder? In Athen? Oh, bam, 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 bam. Ja, die schwarze Flagge verbrennen. Wir segeln so schnell es geht. Sehr cool. Haben wir ein Piratenschiff, oder? Weil da wäre noch ein Piratenschiff. Da haben wir auch eine Athena, das war ein Piratenschiff. Da bahnt sich etwas an! Komm jetzt hier auch nicht schneller voran. Ah, jetzt geht's wieder. Wir nehmen Fahrt auf! So, und da ist die nette Kultistin. Die scheiß Ärztin. So eine Schlange. Achso, während eines Konfliktes geht's nicht. Komme ich hier in sichere Gewässer? Kann ich da anlegen? Ne, wir müssen kämpfen. Scheiße. Egal, ich habe eine Quest abgeschlossen, hat sich gelohnt. In die Wellen! Malaka, die wollen uns treffen! Ja, dann sind sie aber schlecht dabei, weil wir fahren jetzt voran. Benutzt eure Speere! Beeilt euch! So, darf ich jetzt runter? Perfekt. Du scheiß Ärztin, pass auf, ey. Pass auf. Warte, die wird mich gar nicht kommen sehen.
So, da habe ich quasi auch Gift aufgerüstet. So, warte. Die nehme ich mir direkt vor. Ich würde dich lieber mit töten, Adlerfaust. Doch die Haut. So. Leck mich. So, zwei von denen auf einmal. All deine Leute ausschalten, richtig. Giftpfeile hoch, peinlich. Bam. So, durchsuchen. Ich werde euch alle erledigen. Raubtier und Beute. Oh, das wollte ich nicht. Schmeiß weg den Mist. So, durchsuchen. Zack, ein Schatz. Noch einer übrig. Wo könnte der zweite sein? In ihrem Haus, denke ich mal. In ihrem Zelt. Ja. Kennt man einigermaßen. Bam. Das Lager auch abgeschlossen. Okay, dann gucke ich mal im Menü. Ja, fertig, ne? So, das hier ist vielleicht doch noch dann der Oberfuckerkopf. Das war nur der Jäger und das ist der Oberfuckerkopf. Keine Ahnung, mal kurz ins Schiff reingucken. Was habe ich bekommen? Ah, lila. So, in die Quests. Add-on. Warte darauf, dass man sich dein Was? Warte darauf, dass sich dein Vermächtnis fortsetzt. Viele Verschwörer starben durch Cassandras Hand. Doch der Orden der Ältesten hatte weitergehende Pläne für die griechische Welt. Ich soll warten. Dumm oder so? Und das hier? Finde die Kontaktperson und sprich mit ihr. Die Kontaktperson erwähnte, er würde in Achaia warten. Er wartet an einem Aussichtspunkt in einem Dorf im westlichen Ischiondal. 6761, Leute. Macht mal was Leichteres. Ich seh's. Hier. Okay, hier geht's weiter. Oh, I understand. Das ist der nicht geuste Platz. Da in den Gebirgen. Yo, da bin ich mal da durchgelaufen. Da war nichts. Da war von vornherein das DLC geplant. Oh, so clever. Da ist er. Ja, ich sehe ihn. Dareios, ruhst du dich je aus? Nach Makedonien? Nach dem Jäger? Nirgendwo in der griechischen Welt werden wir je wieder sicher sein. Wir nicht. Wir können niemals ruhen. Wir sind ständig auf der Flucht. Keine Heimat, keine Verbindungen. Klingt nach einem einsamen Leben. Aber es ist ein Leben, Cassandra. Und die Alternative? Besser ein einsames Leben als gar kein Leben. Wird sich Natakas anschließen? Deshalb habe ich die Nachricht geschickt. Ärger? Wir suchten in Achaia ein Schiff zu fernen Gestaden. Ein simpler Plan, doch wie so viele simple Pläne. Wurde er kompliziert? Diese Flotte ist auf dem Weg nach Patrae. Sie ist nicht die erste. Da ist etwas faul. Ständige Militärpatrouillen, Seeblockaden. Natakas zog los, um uns ein Boot zu besorgen, aber er kam nicht zurück. Du musst irgendeine Ahnung haben, was mit Natakas geschehen ist. Er ist schlau. Er versteht es, unauffällig zu sein. Angesichts der Streitmacht, die in Achaia stationiert ist, ist er vermutlich eher versteckt als... Er ist da draußen. Was glaubst du, was hier vor sich geht? Etwas Großes. Natakas hat vielleicht mehr darüber in Erfahrung gebracht. Es könnte der Orden sein. Noch ein Grund mehr, ihn zu finden.
Er wird nicht schwer zu finden sein. Er nahm diese Straße nach Patre. Er nahm diese Straße. Folge mir. What the fuck? Oh! So hoch ist das gar nicht. Hey! Hey, du! Du da auf dem Dach! Ja? Das ist nicht dein Dach! Das stimmt. Folge mir! Oh nein, 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 du bist gesprungen. Und weiter. Das verlässt. Irgendetwas ist Natakas zwischen hier und Padre zugestoßen. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, Dareios. Bestimmt. Das war zu geil mit dem Dach. Nein, 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 es ist gesprungen. Ständig springt hier jemand vom Dach. So nice. Nach Makedonien, aber vor Achaea. Was haben du und Natakas da gemacht? Wir haben überlebt. Klingt langweilig. Du hattest gehofft, ich unterhalte dich mit grandiosen Geschichten meiner legendären Abenteuer. Nun, ja. Wir haben uns bedeckt gehalten, fern von den Menschen. Langeweile bringt Sicherheit, deshalb Abenteuer. Oh, der Weg teilt sich. Yay, Detektivspielen. Diese Waffen gehörten einem Soldaten, nicht Natakas. Such weiter. Oh, eine schwere Rüstung und Blut, aber keine Leiche. Natakas hatte es wohl eilig, wenn er so ein Chaos hinterlässt. Ja, da ist noch was am Busch. Dareios, es gibt keine Spur von Natakas. Nur Vorräte und Kriegsgerät. Er ist untergetaucht. Gut. Cassandra, hier drüben. Ein Pfad, der in die Berge hinaufführt. Gehen wir. Los geht's. Was macht dich so sicher, dass Natakas hier lang ging? Manchmal muss man weiter vorausschauen und schärfer nachdenken. Da waren Wachen an der Brücke. Hast du nicht gesehen? Nein, das ist Gelände. So wäre Natakas nicht. Zwei Leuten, wahrscheinlich kriege ich beide kurz. Das sind drei Leute. Und ich krieg alle Kills, weil er abgehauen ist. Ja, okay. So, ich brauche euch nicht, ich habe mein eigenes Pferd. So, ich soll der Straße folgen. Ja, dann mache ich das. Scheiß auf die Gegner. Holy shit. Da reitet er, glaube ich. Dareios. Ja, genau, Entdeckung. Yeah. The Threat is a proper. Ich schlachte dich! Da kommt einer. Schüssele. Oh, da kommt noch einer. Durch den Busch.
komme. Einfach sterben! Ha! Da! Jetzt aber keine mehr, oder? Sie suchen nach etwas. Achte auf Ihre Körpersprache. Die sind auf Blut aus. Das kriegen Sie. Wir brauchen einen Plan. Wenn sich Natakas hier versteckt, könnte er mitten ins Getümmel hineingeraten. Der hat sich nur fangen lassen, weil er mich nochmal sehen wollte. Wir sind wegen Natakas hier. Und es wird ein Blutbad für unsere Feinde. Cassandra! Cassandra, nein, wir brauchen einen Plan! Wir werden ihn schon finden. Die Quest wird schon nicht failen. Mach dir keine Sorgen. Wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, wir müssen einen Reisen entdecken. Ich möchte die versuchen, wie ich möchte. Nicht wie du, alter Opa. Wenn du keine Power mehr hast, ich mach das doch eh schon. Ich mach das, mach dir keine Sorgen. Natakas. Du bist spät. Ist das so? Oh ja, wir sollten uns wiedersehen. Vertrau mir, sagte ich. Ich habe eine große Sache draus gemacht, mit viel Selbstvertrauen und allem. Nächstes Mal tue ich mein Bestes, um früher zu kommen. Ja, das solltest du. Ich bin froh, dich zu sehen, Cassandra. Was ein Frühspritzer. Ja, dein Vater, ich bin nicht deinetwegen hier. Du bist überhaupt nicht mein Typ. Die Wahrheit ist, ich bin hier, weil dein Vater Kontakt zu mir aufnahm. Natürlich. Mein Sohn. Da ist noch was anderes. Wir müssen meine Mata finden. Es gibt immer noch Leute, die unsere Hilfe brauchen. Leute, die in Achaia gestrandet sind. Die Soldaten brachten sie zu einer Festung in der Nähe. Ich gehe sofort. Es könnten mehr Soldaten kommen. Wenn wir die Leichen hier lassen, erregen wir nur unerwünschte Aufmerksamkeit. Ich versammle die anderen. Versteck du die Leichen. Die Gestrandeten sind in der Festung auf den Klippen. Komm gesund zurück. Bring mir meine Mata zurück. Bitte. Ich sollte zur Festung gehen. Ja, können wir machen. Ist absolut kein Thema. Ich pöbel die rote Festung da mal kurz aus ihren Latschen. Oder was das? Achso. Nee, warte, ich muss erst das Gold jetzt. Ich sehe sie. Und da ist noch ein. Was ist das für ein Viech? Zivilist, der ist aber wichtig, oder was? Sind zwei. Okay. Da hinten habe ich noch ein Ziel, whatever. Keine Ahnung, warum mir das so deutlich angezeigt wird. Oh, stimmt. Ich glaube, das war noch. Ja. Na, kommst du? Da ist auch noch ein Zivilist. Ja, ist anstrengend heute wieder mit der Markierung. Holy shit, sehr anstrengend. Das gibt's doch nicht, meine Güte. Aufgeschissen, ich gehe da rein, holy shit. Was ist denn los mit euch? Du bist in der Nähe eines Ziels. Wie viele Ziele denn noch? Ah, vier Stück. Perfekt. Steht auch in der Quest. Juhu.
So, hätten wir. Komm ran hier. Ach, das ist eine Wand. Ach, die ganzen Kultisten machen das Schaden. Holy shit. Na gut, mein Bein. Dann hole ich mir den da direkt. Hier gibt es kein Feuer, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ja, der stirbt auch. Nice, nice. Der stirbt ja auch. Jetzt geht's um den hier. Perfekt. So, ich befreie dich schon mal, aber mach keinen Blödsinn, ja. Lauf hier irgendwo raus, ich mach hier frei. Zack. So, zurück. Und zurück. Oh, irgendwo geht's noch, irgendwo geht's noch. Oh, hier hat jeder auch überlebt. Das wusste ich nicht. Jetzt hol ich mir erstmal den Schatz hier. Ja. Ich nehme mal ganz altmodisch die Leiter, oder auch nicht, oder doch? Die Leute hier ausgeschaltet werden. Holy shit. Und zurück. Jawohl. So, hier ist noch jemand. Kletter einfach da runter, bitte. Dein Mädchen. Hast du mein Mädchen gesehen? Dein Kind ist unten bei den anderen. Geh! Danke. Irgendwo hier kann ich eine Quest annehmen. Doch hier. Aber gerade nicht, weil ich wahrscheinlich hier mitten in der Quest bin. Dass hier noch feindlich ist und besetzt und so weiter. Die Leitung ist besetzt. So, hier ist nur jemand. So, der Bereich ist fertig. Du kannst auch abhauen. Haust da rein. Lauf zu den anderen am Fuß des Berges. Die noch fertig hier. Bam, rein. So, hier, hau ab. Jetzt wollte ich noch ein Rätsel und eine Truhe. Da ist eine Truhe. Und beim Rätsel darf ich wieder raten. Und da schicke ich Icarus nochmal hoch. Ich muss erst meinen Eingang finden. Ach so, ja. Das ist nicht so schwer. Oh shit. Hey, geile Fähigkeit, ne? Das ist ein anderer DLC. So, irgendwo ist noch ein Rätsel. Na? Noch eine Truhe? Ah, 6 Truhen. Holy shit. Das Rätsel willst du mir nicht zeigen? Ne? Hier am Altar? An der Feuerstelle? Ja, nee, die Truhe war jetzt nicht so mein Favorit. Hier drin? Perfekt. Keine Ahnung. Kurz zu anderen Quest. Weiß ich nicht. Hä, hey, wo ist das denn jetzt? Da, das da unten, das sehe ich. Unten. Ich hoffe, die gehört hier zu. Hä,
Hä? So, das ist Rätsel, das hole ich mir jetzt erstmal. Dann gucke ich von da aus nochmal, wo die Truhe ist. Holy shit. Ist doch überladen. Mann, Mann, Mann. Ich habe dann 6 Schätze hier reinklatschen. 5 ist schon ultimativ viel. Aber 6? Alter. So, das ist der Geheimgang. Hier. Aber hier unten, oh Gott. Also im Geheimgang quasi, oder wie? Ist doch nicht. Ey. Ist wieder nicht deren Ernst. Oh, eine Adamantruhe. Ist auch kein Adamant drin, es sind Materialien drin. Dankeschön. Super geil. Ich freue mich riesig. Hier kannst du auch nicht rausreisen, ne? Also kannst du schon, aber bringt dir nichts. Muss hier hin. Oh. Kann ich wenigstens die Questboy annehmen? Ich teste das nochmal. Vermutlich nicht, ne? Wo kommt der Typ? Das muss ich aufpassen. Nevermind. Geh doch einfach da hoch, Mensch. Ich geh jetzt einfach geradeaus. Ist mir scheißegal. Ich hole jetzt einfach die Quest da vorne. Muss doch gehen. So, gefähr. Wieso geht das nicht, Mann? Frechheit. Na gut, ich gebe die Quest ab. Oh, das sind temporäre. Hm. Gleich mal gucken, was die möchte. Wir sind schon zu lange nachher. Der Orden wird uns bald einholen. Wir? Wer? Martha! Mein Kind! Es geht dir gut. Zeus sei Dank. Ja, und Cassandra, du bist zurück. Du bist die Söldnerin, die uns rettete. Danke. Ich bin Kletter. Ich biete den Gestrandeten Zuflucht nicht weit von hier in Bura. Ich bin schon lange in Achaea, doch es hat sich verändert. Eine gefährliche Präsenz kommt immer näher. Was weißt du? Jeder in Achaea kennt den Orkan. Sie ist die skrupelloseste Schiffsführerin, die je in der Ägäis segelte. Wer sich ihr widersetzt, stirbt. Und ihr Zorn, sogar Poseidon fürchtet sie. Ich beherberge jene, die dem Orkan nicht entfliehen können. Aber sie können nicht ewig bleiben. Der Hafen ist abgeriegelt. Soldaten durchkämmen das Gebiet.
Ich arbeite an einem Plan, sie aus Achaea zu schaffen. Wenn du helfen kannst, suche mich in Bura auf. Sie weiß mehr, als sie sagt. Oh. Das spielt keine Rolle. Der Orden ist hier. Amorges und der Rest werden uns unsere Taten in Makedonien nicht vergeben. Amorges wird nicht vergessen, dass der Jäger durch die Hand einer Verdorbenen starb. Sein Verstand ist schärfer als jede Klinge. Womöglich beobachtet er uns bereits. Studiert jede unserer Bewegungen und Entscheidungen, um unsere Schwächen aufzudecken. Die Gestrandeten kommen sowohl aus fernen Ländern als auch aus der ganzen griechischen Welt. Händler, Bauern, Seeleute, Familien. Sie werden gefangen und ausgefragt. Über Makedonien. Diese Leute müssen leiden, weil der Orden nach uns sucht. Diese Leute brauchen unsere Hilfe. Wir müssen etwas tun. Ist es nicht das, wofür wir kämpfen? Sind sie das Risiko nicht wert? Wir können sie nicht retten. Nicht solange der Orkan so stark ist. Wir müssen sie schwer treffen. Nur so bekommen wir die Gestrandeten nach Hause. Wir sollten anfangen. Oh Gott, die Gestik und Mimik. Holy shit. Wo wirst du anfangen? In Patrae wimmelt es von den Truppen des Orkans. Ich suche dort nach Hinweisen über den abgeriegelten Hafen und vielleicht auch über den Orkan. Diese Frau, Kletter. Sie weiß mehr, als sie verrät. Aber sie braucht Hilfe. Die Leute im Bura brauchen Hilfe. Sie brauchen jemanden wie dich. Dann werde ich sie aufsuchen. Dein Vater weiß, wie man einen guten Abgang hinlegt. Wo ist er hin? Er geht einigen Spuren in Patrae nach. Suche im Rumpf eines Schiffs am Hafen nach ihm. Dort hat er sich ein kleines Versteck angelegt. Wann hat er dir das gesagt? Ich stehe die ganze Zeit hier mit euch. Hä? Gegen uns drei hat der Orkan keine Chance. Wir werden sie brechen. Und dann steht es dir frei, die griechische Welt für immer zu verlassen. Ich gehe zum Hafen und spüre den Orkan bei dir bleiben. Sie kann nicht das einzige Mitglied des Ordens in Achaea sein. Ich halte Ausschau nach anderen. Bis bald, Cassandra. Tschüss, hau ab. Bis bald.